Also es sind jetzt zwei Mini-Pigs, das ist ein weibliches Tier und ein männliches Tier. Eine heißt Frederik, der andere heißt Rosalie und beide kommen aus München, vom Kollegen von mir. Und die sind jetzt hier zwei Wochen in Quarantäne gewesen und jetzt kommen sie auf ihre Anlage für die neue. Ja, ja. Sind ungefähr 10 Wochen alt, soviel ich weiß, und können hier sich prächtig entwickeln, hoffe ich doch. Wunderbar. Der Unterschied zwischen Mini-Pigs und normalen Schweinen ist ja, wie der Name schon sagt, die Größe. Ja, die sind extra eigentlich so gezüchtet worden, dass sie klein sind. Schwer werden die bei 50, 60 Kilo. Also eine normale Sau wiegt so ungefähr 200, 250 Kilo. Also der Einzige, was aufpassen muss, dass sie nicht zu fett werden. Deswegen mehr Gemüse als Obst. Und wenn man merkt, dass die ein bisschen aus der Figur geraten, ein bisschen Diät machen.